herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe ein bisschen was bestellt, aber nur eine Kleinigkeit. Wird also auch nicht so ein langes Video. Und zwar, es geht darum, ihr wisst ja, dass im November der Knovember ist. Die liebe Melli vom Kanal Mellys Diamond Painting Ecke und ich, wir veranstalten ein Diamond Painting Event, in dem Gnome gepaintet werden. Ja, es geht rund um den Gnome, um den süßen kleinen Fratz. Es darf alles gepaintet werden, von jeder Firma, egal woher. Es darf Sticker gepaintet werden, es dürfen Untersetzer gepaintet werden. Es darf eigentlich alles gepaintet werden. Es geht in diesem Event hauptsächlich darum, gemeinsam Spaß zu haben, zu einem bestimmten Thema gemeinsam zu painten. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu, die verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Kommt gerne dazu, seid herzlich willkommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dran teilnehmt. Also wie gesagt, ihr könnt auch ein angefangenes Bild, ihr könnt ein kleines Snackbild painten. Und ja, ich habe dazu schon mal ein Infovideo, ein ganz genaues gemacht. Und das kann ich euch gerne unter dem E-Mail verlinken. Und da habe ich euch gezeigt, was ich für Gnome-Bilder so mir ausgesucht habe. Ich habe da einen kleinen Haul noch mit eingebunden, habe da mein Einkauf bei Amazon euch gezeigt. Und jetzt habe ich überlegt, okay, ich möchte in die Bilder vielleicht auch noch ein bisschen AB-Steine einbauen. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, welche Bilder ich painten möchte zum Event. Und von daher habe ich einfach mal ein bisschen mehr gekauft. Ja, ich habe hier ein kleines süßes Paket. Und zwar habe ich bei der Pixelfee bestellt. Ihr kennt sie vielleicht schon auch von der Melli. Die Melli bestellt da auch sehr gerne. Ich würde sagen, ich mache einmal den Karton auf. Und dann zeige ich euch mal, welche AB-Steinchen ich bestellt habe. Weil sie hat eine schöne Auswahl in Rund. Bei Eckig kaufe ich normalerweise immer bei der Janine. Von Janine X, aber sie hätte leider jetzt gerade schon ihren Shop schließen müssen und macht erst wieder im Januar auf. Also sie hat nicht komplett geschlossen, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Sie macht im Januar auf. Sie musste leider umsatzbegrenzt vorzeitig zumachen und von daher, ja. Also, ich habe hier einmal die Rechnung, die nehme ich hier raus. Und dann haben wir hier einmal das Paket. Sehr süß eingepackt mit Seidenpapier. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das mache ich mich auch gerne. Ja, ihr seht schon eine Vielfalt an Farben. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach nach und nach mal an. Ich glaube, von einer Farbe habe ich drei Päckchen bestellt. Ich glaube, das ist das hier, ja. Fangen wir vielleicht mit der Farbe an. Und zwar habe ich hier bestellt die 742 und die gefällt mir sehr gut in AB-Steine, weil ich mag es gerne, wenn die AB-Beschichtung, also für alle, die es vielleicht noch nicht kennen und nicht wissen, was AB heißt. AB heißt Aurora Borealis, auch Nordlichter übersetzt. Es geht darum, die Steine haben einen Überzug, der so schillert. Wie die Nordlichter. Wir haben vielleicht auch eine Farbe, nee, leider nicht, aber ich kann euch vielleicht mal, ja, aber doch bei dem Blauen sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Na, die schimmern so in den Nordlichtern. Manche sind ein bisschen stärker ausgeprägt, manche ein bisschen schwächer. Das hier ist eher so wie Meerjungfrauenschuppen. Auf jeden Fall haben sie so einen Bezug, damit die Bilder noch mehr funkeln. Das heißt, wenn man die Akzent weise reinsetzt in die Bilder, manche machen es auch flächenweise, dann bekommen die halt noch mehr Glanz und noch mehr Funkel und das finde ich, peppt die Bilder noch ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mir drei Tütchen bestellt, weil ich habe doch einige Herbstbilder und da ist halt natürlich auch viel Orange mit dabei und ich finde Beschichtung halt schön, weil diese Beschichtung ist ein bisschen angepasst der Steinchenfarbe. Also die schimmert halt nicht so stark und verändert dadurch das Bild auch nicht so stark. Es gibt zum Beispiel Farben, wartet mal, ich hole einfach mal meine Kiste her. Dann kann ich euch das zeigen. Hier habe ich meine Kiste mit den runden AB-Steinen drin. Und zwar diese Aufbewahrungskisten gibt es bei mir im Shop, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da bekommt ihr die Beutel, die Einlegekarten, das hier nicht. Das nehme ich raus. Also ihr bekommt die Beutel, die Einlegekarten und ihr bekommt auch Etiketten.
um eure Beutel zu beschriften und die Box natürlich mit Registerkarten. Hier habe ich jetzt keinen drin, noch keine gemacht für mich. Ihr bekommt dann noch ein Set, wo ihr das dann ein bisschen einteilen könnt, damit ihr auch schneller findet, was ihr sucht. Ja. So, also ich wollte euch das mal zeigen. Und zwar, es gibt auch Steinchen, zum Beispiel jetzt wie hier die 154. Die haben halt eine Beschichtung, wo das ein bisschen kräftiger ist. Ihr seht, das ist eigentlich so ein Rotbraun, ne? Und da ist halt natürlich die Farbe nicht rotbraun obendrauf, sondern mehr so wie so Nordlicht. Und das muss man halt gekonnt einsetzen, weil das sieht nicht überall gut aus. Das verändert das Bild dann doch schon ein bisschen mehr, ne? Wenn man so eine Beschichtung hat, weil die Farbe sollte ja eigentlich so rotbraun werden. Aber die Beschichtung ist ja bläulich. Das heißt, an der Stelle, wo ich das dann einsetze, ist natürlich die Farbe dann bläulich, statt rotbraun. Deswegen muss man genau gucken, wo setze ich das ein. Das würde jetzt zum Beispiel gut passen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in dem Bild habe ich vielleicht einen metallischen Gegenstand, der so rostbraun ist vielleicht. Dann würde das vielleicht ganz gut aussehen, ne? Also man muss sich das gut überlegen, wo setzt man das ein? Wo macht das Sinn? Oder hier die 310, kennt ihr alle, ne? Die hat auch so eine ganz starke blaue Beschichtung und das Schwarz ist natürlich dann nicht mehr schwarz, sondern zu bläulich auf dem Bild. Deswegen muss man wissen, wo man es gut einsetzt. Und daher mag ich gerne, wenn die Farben so einen natürlichen Überzug haben, ne? So, ja, das ist einmal meine Kiste, kann ich noch gleich einsortieren. Ich muss aber mir noch... die Beutel sind auch zu klein. Ach, sie hat unterschiedliche Beutel. Ne, sind auch ein bisschen kleiner. Da werde ich das umschütten in meine größeren Beutel. Dann passen meistens zwei Beutel in eins rein. Aber vielleicht painte ich auch erstmal raus und lasse es erstmal da drin. Das ist mir noch zum Abketten. Ne, weil ich habe mir jetzt die Farben genau ausgesucht. Sonst muss ich sie mir wieder raussuchen. Also einmal das Orange. Bleibt ihr bei Orange vielleicht, einen helleren oder Gelb eher. Die 743, auch schöne Beschichtungen. Und die sehen wirklich sehr gut aus, die Steinchen, muss ich sagen. Ja, gefallen mir sehr gut. Dann haben wir hier noch mehr Orange. Die 741, fast gleich, ne? Ein bisschen dunkler. 741, auch ein ganz, ganz toller Bezug. Sehr schön. Dann haben wir so einen Braunton. Das finde ich jetzt mal schön. Eher so ein Ziegelrot, ne? So ein Ziegelbraunrot. Auch die Beschichtung ist super schön. Nicht so stark. Dann machen wir mal, hier habe ich so ein Senfgelb. So ein Ocker, Senffarben, eher so, eher Ocker, ne? Eher Ocker. Auch die sieht jetzt super schön aus, die 783 ist das. Dann haben wir die 3855. Das gefällt mir auch sehr gut. Super schön. Super schöne Farben. Ich bin echt gespannt. Wir bleiben noch in den Cremetönen. Ihr seht, ich habe mir ja ein paar Herbstgnome ausgesucht. Sind doch eher mehr so Orange- und Herbsttöne, ne? So ein bisschen gedecktere Töne mehr. Aber es gab auch noch ein paar frische Töne. 3865. Ich glaube, die habe ich nur in eckig, ja, genau. Ich habe die nur in eckig ganz viel. Aber in rund hatte ich die noch nicht. Da habe ich nur die 5200, ja. Darum habe ich mir da so ein Päckchen mitbestellt. Ah, dann habe ich zweimal den Grünton. Das ist eher gedacht für die frischen Gnomenbilder, die ich euch gezeigt habe, die 704. Aber auch die sieht doch so schön aus, oder? Von der Beschichtung her gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, wenn ich meine, sind es immer 10 Gramm. Wartet mal, lass mich mal schauen, ob das auf der... Nee, doch, 10 Gramm. Ich habe gerade geschaut, ob es auf der Dings draufsteht. Ein Päckchen kostet bei ihr 3,30 Euro. Ich habe hier auf 2...
auf zwei Farben habe ich Rabatt bekommen, habe ich gar nicht mitgekommen. Auf die 742. Vielleicht hat die einen macht sie einen Mengenrabatt, wenn man von einer Farbe mehr nimmt, dass man dann einen Rabatt bekommt. Wusste ich aber nicht. Ich habe einfach trotzdem bestellt, aber ich sehe gerade, ich habe da Rabatt bekommen, 50%. Sehr cool, freut mich natürlich. Aber 3,30 Euro kostet so ein Päckchen, ne? AB-Steine und es sind drin 10 Gramm. Ja. Also, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier so ein Rot, kennen auch viele, die 666 hatte ich tatsächlich auch noch nicht in Rund, habe ich mich auch gewundert. Oder doch, wartet, ich habe ein kleines bisschen, glaube ich, von dem Bild übrig, aber das hätte mir ja nicht gereicht, ne, um irgendwie neu einzusetzen. Darum durfte das auch noch mit. Dann kommen jetzt noch einmal die 799, auch ein schöner Blauton, ne, für so ein Winter-Weihnachtsbild, habe ich das rausgesucht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es einstecke, aber das sind alles Farben, wo ich halt noch nicht habe. Ich habe geguckt, ich habe die Bilder hergenommen, habe geguckt, meine Box nebendran gestellt und bin dann so die Bilder durchgegangen, habe geguckt als erstes, was habe ich, ne? Was habe ich schon im Stash? Und dann habe ich nur aufgeschrieben, was ich noch nicht habe. So, und dann haben wir hier noch die 3755. Fast ähnlich, ne, mit der Ton. Der hier ist ein bisschen mehr ins Gräuliche und das mehr ins Himmelblaue, ne? Auch super schön. Schön. Schöne Farben sind das. Also, ja, also das war mein Einkauf bei der Pixelfee. Ich bin wirklich sehr zufrieden, kann mich nicht beschweren. Schöne Ausbeute. Und ja, sie hat eckig und rund, sie hat Sondersteine, Metallicsteine. Schau da gern vorbei, ich verlinke ihren Job unten in der Videobeschreibung, freut sie sich bestimmt. Und ja, wie gesagt, kommt gern ins Gnome-Event, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und bis dahin, macht's gut, ciao!